es geschehen Wunder überall auf dieser Welt. Jeder neue Atemzug ist Gottes Geschenk. Ich weiß, die schönsten Dinge kann man nicht mit Augen sehen. Die große, unsichtbare Welt muss man mit dem Herzen verstehen. Doch ich fühle hier nur eine Kraft. Mein Denken ist so klein, so schwach. Sehe keinen Schritt mehr weiter. Ich brauche ein Wunder. In dieser dunklen Nacht zeig mir ein Wunder. Eine Stärke. Du sagst, dass du immer hier bist, auch wenn ich dich nicht sehe. Du kennst den Schritt, der vor mir liegt, noch bevor ich ihn gehe. Dein Geist in meinem Herzen zieht mich hin zu dir, zeigt mir eine neue Welt und eröffnet sie mir. Jetzt, gerade hier, bist du wirklich nah bei mir. Ich fühle mich alleine, ich brauche ein Wunder. In dieser dunklen Nacht zeig mir ein Wunder. Eine sternenklare Nacht, schenk mir ein Wunder. Ich will weiter glauben, als die Augen sehen. Und auf Meeresbogen dir entgegengehen. Ich streck mich aus nach dir, ergreife deine Hand. Meine Finger berühren dein Gewand. Ich brauche ein Wunder. In dieser dunklen Nacht zeig mir ein Wunder. Eine Sterne. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Videogottesdienst der Freien Evangelischen Gemeinde Nürnberg zu Palmsonntag. Schön, dass ihr dabei seid. Ich grüße euch stellvertretend für die gesamte Gemeindeleitung, also auch für Matthias Dietzel, für Jens Lange-Lüdecke und Jürgen Täuber. Wir feiern diesen Gottesdienst im Bewusstsein der Gegenwart des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Vater im Himmel, wir beten dich an als den großen Schöpfer des Universums, den, den wir gleichzeitig Vater nennen dürfen, der uns persönlich kennt und möchte, dass wir in Beziehung zu ihm leben. Wir danken dir für deine Liebe zu uns. Wir danken dir für alle Bewahrungen, auch in gegenwärtigen Schwierigkeiten. Wir danken dir für die Möglichkeiten, über das Medium Internet untereinander in Kontakt zu bleiben. Wir danken für die Menschen, die in dieser Krise diakonisch initiativ werden, auch in unserer Gemeinde. Herr, segne jeden, der diesen Gottesdienst mitfeiert, und stärke ihn dadurch für die vor uns liegenden Tage. Amen. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Der Plan A war, dass wir heute gemeinsam hier in der Gemeinde, in unserem Gemeindezentrum in der Holbeinstraße, Gottesdienst feiern, natürlich mit der Gemeinde. Aber wir wissen ja, dass die Pandemie sich nicht an Pläne hält. Und deshalb mussten wir diesen Gottesdienst aus ganz klar auch absagen, wegen der Staatsverfügung auch und weil es einfach hierzulande ganz wichtig ist, Menschen zu schützen. Und natürlich halten wir uns an diese Regeln. Der Plan B war, dass wir einen Gottesdienst aufzeichnen in einem kleinen Team mit Ehrenamtlichen. Aber das haben wir sorgfältig geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, das geht nicht jetzt, denn es sind ja nur immer zwei Leute, die in der Öffentlichkeit zusammen sollen. Deshalb hatten wir Plan C und das haben wir die letzten drei Sonntage gemacht. Wir haben ein kleines Format gemacht, ein kleines Format, wirklich im Keller des Pastorenhauses haben wir drei Gottesdienste aufgezeichnet. Aber jetzt ist doch Plan B wieder gültig, denn wir haben nochmal geprüft und es gibt auch eine neue Information vom Innenministerium. Wir dürfen mit Ehrenamtlichen zusammen diesen Gottesdienst hier aufzeichnen. Und an dieser Stelle möchte ich einfach auch im Namen der Gemeindeleitung danken allen Ehrenamtlichen, die jetzt heute und auch an den nächsten Sonntagen, solange wir diesen Zustand noch haben, diesen Gottesdienst mitgestalten und feiern und durchführen. Vielen Dank. Wir sind mittlerweile zu einer Online-Kirche geworden, eine Online-Gemeinde mit vielen Angeboten. Und wenn du neu bist, jetzt auf unserem Kanal, herzlich willkommen. Du kannst uns eine Information schicken unter kontakt@feg-nürnberg.de. Auf unserer Internetseite findest du weitere Informationen über unsere Gemeinde. Und es gibt auch einen aktuellen Newsletter, den wir dir sehr empfehlen. Dort finden wir dann einmal in der Woche Informationen aktuell zu dem Geschehen und wie wir auch als Gemeinde mit dieser Situation umgehen. Wir wünschen uns auch als Gemeindeleitung von euch, dass ihr uns Reaktionen schickt, vielleicht wie es euch gerade geht in dieser besonderen Zeit. Wir überlegen auch gerade Wege, wie wir das miteinander verbinden können. Bitte überlegt doch mal, uns einen Beitrag zu schicken an die Kontaktadresse kontakt@feg-nürnberg.de. Und aus der Gemeinde, da können wir jetzt noch Folgendes bekannt geben. Oftmals ist ja Freud und Leid zusammen. Die große Freude war in dieser Woche, dass es hatten einige Geburtstage, aber eine möchten wir hier nennen, eine unserer Mitglieder, die in Südostasien tätig ist, die Karin Boot Geburtstag hatte. Herzlichen Glückwunsch, liebe Karin. Und das Leidvolle, was wir als Gemeinde auch gemeinsam tragen in dieser Woche, ist, dass wir am vergangenen Mittwoch Manfred Schindele beerdigt haben. Im Alter von 78 Jahren wurde er in Gottes himmlische Ewigkeit abberufen. Und ich lade euch ein, dass ihr einfach auch für die Angehörigen, für die Familie Schindele betet. Ja, ihr habt es schon gehört. Auch an den kommenden Sonntagen wird es Videogottesdienste geben. Die nächsten werden an Karfreitag um 10 Uhr und am Ostersonntag um 10 Uhr ausgestrahlt und online gestellt. Und wie in unseren Gottesdiensten hier im Gemeindezentrum auch, habt ihr vorhin schon mitbekommen, werden Liedtexte eingeblendet. Und ich glaube, es ist wirklich schön, wenn man von zu Hause oder wo auch immer ihr seid, ihr einfach mitsingt, sodass wir diesen Gottesdienst dann tatsächlich auch gemeinsam feiern können. Und wir freuen uns, wenn ihr diese Gottesdienste zu Hause mitfeiert und auch dann andere Menschen auf dieses Angebot hinweist. Online kann man viel mehr Menschen erreichen, und das ist die Erfahrung schon aus den letzten Sonntagen, als das hier im Gemeindezentrum der Fall ist. Über die Internetseite der Gemeinde kommt ihr immer ganz unkompliziert auf das jeweils aktuelle Gottesdienstangebot. Wir möchten euch auch motivieren, alles zu tun, um
die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Bleibt soweit möglich zu Hause und haltet Abstand, so wie wir das hier in diesem Gottesdienst gerade auch tun. Als Gemeindeleitung ist es uns sehr wichtig, dass wir in Verbindung bleiben. Deshalb auch diese Videogottesdienste, ihr habt das schon gehört. Und unsere herzliche Bitte an euch, bleibt auch untereinander in Verbindung. Überlegt, wem vielleicht die Decke auf den Kopf fällt zu Hause, wer wenig Kontakte hat. Ruft Menschen aus der Gemeinde und aus dem Umfeld der Gemeinde an, auch wenn ihr sie vielleicht noch gar nicht so gut kennt und noch nie mit dem gesprochen habt. Und denkt auch an eure Nachbarn, gerade auch an die, die älter sind und jetzt kaum noch rauskommen. Schön, wenn wir auf diese Art und Weise Kontakt untereinander pflegen. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wählst dem Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft, nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft, nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer, und was du
vor dir, kommt mein Herz zur Ruhe vor dir, atmet meine Seele auf vor dir, fallen meine Masken ab vor dir, vor dir. Werden meine Sorgen klein vor dir, werden meine Wunden heil vor dir, mach ich meine Fäuste auf vor dir. In deinem Licht will ich leben und deinen Weg Willen tun, deinen Wegen folgen, dir mein Leben anvertrauen. Vor dir darf ich deine Wahrheit sehen vor dir? Müssen alle Schatten fliehen vor dir? Stehe ich in deinem Sieg vor dir? In deinem Licht will ich leben und deinen Weg folgen, dir mein Leben anvertrauen. In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun, deinen Wegen folgen, dir mein Leben anvertrauen. Dir mein Leben anvertrauen, dir mein Leben anvertrauen. Unsere Predigt- und Gesprächsreihe über den Philipperbrief ist beendet. Heute geht es in der Predigt um ein sehr aktuelles Thema. Um ein Thema, das gerade ganz viele Menschen, eigentlich alle Menschen in unserem Land trifft. Es geht um jemanden, der sich alleingelassen fühlt, der Einsamkeit verspürt und irgendwie abgeschottet ist von anderen Menschen. Es geht um Jesus am Abend vor seiner Kreuzigung, um die Zeit kurz vor seiner Verhaftung. Ich glaube, aktueller kann ein Thema zurzeit gar nicht sein, als das mitzuerleben und sich das in Erinnerung zu rufen. Und ich glaube, wir können vieles in dieser Situation gerade besser verstehen, weil wir selbst solch ein Stück Alleingelassensein verspüren. Ich lese uns dazu aus dem Markus-Evangelium, aus dem 14. Kapitel, einige Verse. Jesus und seine Jünger kamen zu einem Olivenhain, der Gethsemane heißt. Und Jesus sagte: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes aber nahm er mit. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging dann ein Stück weiter und warf sich zu Boden. Dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn möglich wäre, an ihm vorübergehe. Aber, lieber Vater, sagte er, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorbeigehen. Doch dein Wille geschehe, nicht meiner.
Und als er zurückging, fand er die Jünger schlafend. Stille angekommen, werde ich ruhig zum Gebet. Große Worte sind nicht nötig, denn Gott weiß ja, wie es mir geht. In der Stille angekommen, leg ich meine Maske ab und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen hab. Danken und loben, und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, Fragen verstehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen. Stille angekommen, schrei ich meine Angst heraus, was mich quält und mir den Mut nimmt, all das schütt ich vor Gott aus. Danken und loben, beten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen, reden, hören, Fragen verstehen, Zeit mit Gott verbringen. Seinen Augen sehen. In der Stille angekommen, nehme ich dankbar, was er gibt. Ich darf zu ihm Vater sagen, weil er mich unendlich liebt. Danken und loben, beten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen, reden, hören, Fragen verstehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen, die Welt mit seinen Augen sehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, in der Stille angekommen. Bist du schon in der Stille angekommen? Das Bedürfnis, in der Stille Begegnung mit Gott zu haben, das gab es schon zu allen Zeiten. Und es gibt unterschiedliche Phasen in der Geschichte der Menschheit, wo Menschen mehr und weniger nach diesem Kontakt zu Gott fragen. Wir haben jetzt gerade eine Phase, eine Zeit, in der ganz besonders viele Menschen sich für diese religiösen Themen auch in ihrem Leben mehr zu beschäftigen scheinen. Denn offensichtlich ist das Leben sonst so laut und so schnell, dass wir uns nicht so viel Zeit für die wirklichen wichtigen Themen unseres Lebens nehmen. Und es ist nicht jetzt schnell und es ist laut, sondern es ist eher langsam geworden um uns und leise. Und das ist immer eine gute Zeit auch, wenn man Stille hat, um Gott zu begegnen, um zu hören. Wir werden gleich in dieser Predigt, wir haben schon den Predigtext gehört, über das Original nachdenken, über Jesus, der gerade auch, wo es alles um ihn herum toste, in dieser Stille neue Kraft bezogen hat von Gott. Ich wünsche dir das für dein Leben, ich wünsche dir das auch an diesem Sonntag, dass du in dieser Begegnung der Stille mit Gott, dass du Jesus erlebst.
Vorbilder für die Stille, das haben wir schon in der Kirchengeschichte ganz häufig gehabt. Menschen, die Klöster gegründet haben, die sich zurückgezogen haben, in ihre eigenen vier Wände einen asketischen Lebensstil gepflegt haben und möglichst sich abgeschottet haben von dieser Welt. Und das hat eine gute Seite, aber es hat auch immer eine Schattenseite. Wenn man so ganz für sich ist, so ganz vielleicht nur alleine mit Gott, obwohl das ist eigentlich das Größte, wenn man das erlebt. Aber wenn man unabhängig von Gott in so einem Zimmer sitzt, alleine ist, dann hat das sehr viele Schattenseiten. Und wir wissen auch aus der Mönchsbewegung, dass auch diese geistlichen Entwicklungen, wo nur Kontemplation geherrscht hat, manchmal auch zu schwierigen Phasen geführt hat. Nur ein asketisches Leben, nur ein Leben, das sich abschottet von dieser Welt, ist das der Auftrag der Kirche? Wir sind also in wirklich spannenden Zeiten, was das Äußere betrifft und auch was das Innere unseres Lebens betrifft. Und ich möchte euch Mut machen anhand des Beispiels von Jesus, wie er in dieser Zeit, in dieser Situation mit seiner Begegnung mit seinem Vater, mit dem himmlischen Vater umgegangen ist. Ein erster Gedanke: Es ist ganz wesentlich zu sehen, wie Jesus hier zeigt, wie sehr er bedürftig ist und wie schwach er ist. Ich meine, das passt ja eigentlich nicht in den Religionen zusammen, so ein Bild von einem Religionsstifter, von dem Gründer des Christentums, dass er sich so derart im Gegensatz zu anderen präsentiert. Und heute ist Palmsonntag, er präsentiert sich nicht auf einem Pferd und reitet da mit einem freien Oberkörper ein und demonstriert die Macht und sagt, ich bin der König, so wie es andere Herrscher auch in dieser Welt gerne tun, weil das Pferd ist ja oftmals auch so dieses Macht und Pomp und die Gewalt und jetzt komme ich. Nein, an Palmsonntag lesen wir, dass Jesus einreitet auf einem Esel. Und das zeigt schon seine ganze Ohnmacht und seine Armseligkeit als König. Er ist der Weltenherrscher und dennoch kommt er da auf so einem Esel daher. Es ist gar nicht lange her, das kannst du nachlesen im Markus-Evangelium, Kapitel 11, da heißt es, dass die Leute gerufen haben, Hosianna, gelobet sei der, der im Namen des Herrn hier kommt und unterwegs ist. Sie haben diesen König erwartet und gefeiert. Und nur wenig später, das lesen wir dann im Markus-Evangelium, Kapitel 15, heißt es, dass wahrscheinlich sogar die gleichen Leute gerufen haben, kreuziget ihn, diesen König, der so armselig und so schwach ist. Seht mal, was das für ein König ist. Der wird ans Kreuz gebracht, dem wird die Luft weggenommen, der wird dort leiden müssen für die Menschen, die ohne Gott verloren sein werden. Das ist die Botschaft von Ostern und heute an Palmsonntag, da gehen wir genau rein in diese Leidensgeschichten und wir erleben, wie Jesus hier Leidensdruck hat. Er stellt sich das so vor und die Bibel, die beschönigt überhaupt nichts und relativiert nichts. Da ist der Sohn Gottes, der Angst hat, dem nicht nur die Decke auf den Kopf fällt und er nicht weiß, was er jetzt mit seiner Zeit machen soll, sondern der weiß, welche Zeit ihm geschlagen hat. Was da auf ihn zukommen wird, dass er da nämlich leiden wird, dass er verurteilt wird, dass er geschlagen und gegeißelt wird, dass er angespuckt wird und dass er große Leiden erfahren wird in seinem Leben. Das lesen wir in der Passionsgeschichte. Kein Halleluja und so alter Sonnenschein, sondern da realisiert der Sohn Gottes in diesen Momenten, was das bedeutet. Und da hat er Angst. Da wird der Sohn Gottes total menschlich beschrieben. Ich meine, in der Kirchengeschichte, ich glaube Mitte des 5. Jahrhunderts, da gab es ja eine Aufspaltung der kirchlich-christlichen Gruppen. Da sind die Ostkirchen, die syrische, die armenische Kirche, die haben sich abgespalten, weil sie sich das nicht vorstellen konnten, dass der Sohn Gottes, ja ein Gott, dass der Mensch sein kann und dass er so menschlich gezeigt wird. Aber ich muss dir sagen, ich bin so dankbar, dass wir hier in das Herz von Jesus hineinschauen dürfen, dass er da nicht irgendwie aus seinem Herzen eine Mördergrube macht oder etwas darstellt, was er überhaupt nicht ist, dass er irgendwie auch nichts beschönigt, sondern dass er das sagt und sich auch seinen Leuten, seinem Team anvertraut und sagt, Leute, ich habe Angst. Wenn der Vater mich rausholen könnte aus dieser Not,
dann müssen wir einen kurzen Moment überlegen, er ist doch der Sohn Gottes, er könnte doch diesem Schicksal entgehen. Er könnte doch rufen, lass einen anderen dafür mich sterben. Aber Jesus, der hat diese Angst und er ist verzweifelt und er ist innerlich angefochten. Aber er betet dieses, er ruft die Leute auf zum Gebet, dass sie ihn unterstützen. Er geht diesen Weg, auch wenn er Angst davor hat. Aber er packt den Stier bei den Hörnern, wie man so schön sagt. Und er bittet seine Freunde, dass sie für ihn beten. Er tut etwas, was dir und mir auch richtig gut tut in dieser Zeit, wo wir ja Zwangsurlaub haben. Ich meine, manche arbeiten in dieser Zeit und versuchen das Leben auch aufrechtzuerhalten. Und man hat auch zu Hause viel zu tun. Das ist ja nicht so, dass man da nur rumsitzt. Aber das ist ja eine verordnete Zeit, wo wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen und einen gemeinsamen Feind haben, nämlich dass diese Pandemie sich nicht weiter ausbreitet. Und da sitzen wir dann und vielleicht in diesem Rückzugsort, der uns ja nicht frei, den wir nicht frei gewählt haben, sondern in dem wir drin sitzen da und überlegen, wie das so ist in unserem Leben. Es ist aber noch ein anderer Rückzug, als den Jesus hier antritt. Er zieht sich nicht so ein bisschen in seine eigenen vier Wände zurück, sondern er zieht sich zu dem hin, von dem er hundertprozentig weiß, dass er ihm Kraft gibt und Halt gibt, dass er ihn durchträgt und dass er sein Anker ist in dieser schwierigen Zeit, nämlich sein Vater im Himmel, den er liebt und dem er vertraut, für den er bereit ist, alles zu geben. Er fordert seine Jünger auf, für ihn zu beten. Und die haben das schon öfters mal an ihm bemerkt, dass in gerade kritischen Zeiten, gerade im Trubel, wo so viel los war, Jesus sich immer diese Zeiten, diese Qualitätszeiten, diese heiligen Zeiten genommen hat mit seinem Vater im Himmel. Er hat dann sich auf einen Berg zurückgezogen oder er hat sich früh morgens, schon bevor die Sonne aufgegangen ist, mit seinem Vater getroffen, hat mit ihm gesprochen und hat gebetet. Er zieht sich hier in diesen Garten Gethsemane zurück zum Gebet. Das ist so der Stil von Jesus. Dann, da, wo es eng wird, auch für ihn selber, da bespricht er alles mit Gott. Das sind nicht so Notgebete, obwohl die nicht schlecht sind, wenn wir auch mal so einfach in unseren Noten ein Gebet an Gott senden. Das ist so eine Gebetszeit, in der ihm zugesprochen wird von seinem Vater. Dass der Vater ihn liebt. Eine Zeit, in der er weiß, dass er getragen und gehalten ist und dass er der Sohn Gottes ist und dass er geliebt ist. Das tut Jesus so gut, das ist wichtig für ihn zu hören. Und das ist auch wichtig für dich zu hören, dass du getragen bist und kein Stern am Rande des Universums. Nicht irgendein Stern an der Milchstraße oder so ein kleiner Sandkorn, sondern dass du bei Gott im Blick bist. Dass er dich sieht in deiner Situation. Ob es jetzt gut geht oder nicht gut geht. Dass Gott mit seiner Liebe bei dir ist. Das ist der Rückzugsort, den Jesus hier antritt. Ein zweiter Gedanke. Ohne ihn können wir nichts tun. Das ist ja die Erfahrung von Jesus. Er weiß nicht, wie er das durchstehen soll, was da in den nächsten Stunden und Tagen auf ihn zukommt. Aber diese tiefe Erfahrung gemacht, dass Gott bei ihm ist, dass zwischen Gott und ihm kein Papier geht. Und der Mensch, so sagt die Bibel, der hat das auch irgendwie in sich, dass er weiß, dass Gott da ist, der lebendige Gott, und für ihn da sein will. Aber er hat sich dazu entschieden, seine Rechnung lieber ohne Gott zu machen. Das lesen wir gleich schon am Anfang der Bibel, dass das Vertrauen, das Grundvertrauen, das der Mensch zu Gott hatte, dass das gestört worden ist dadurch, dass man die Menschheit schon am Anfang ihrer Geschichte gesagt hat, das kriegen wir vielleicht auch ganz gut ohne dich hin, Gott. Das ist so ein bisschen unsere Erfahrung in der Menschheitsgeschichte. Die Bibel benennt das mit dem Begriff Sünde, dass wir von Gott getrennt sind. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass wir von uns aus nicht Gott zutrauen, dass er alles in der Hand hat und viel größer ist als unsere Sorgen und unsere Probleme und unsere Schuld und alles, was uns ausmacht. Er ist viel größer. Und ihm zu vertrauen, dass er regiert, dass alles durch sein Regiment geführt hat, daran gibt es erhebliche Zweifel.
Und der Mensch entwickelte sich schon seit Jahrhunderten und auch gerade, ich meine, ich kann nur die letzten Jahrzehnte beobachten, auch aus meinem eigenen Leben, dahin, dass man sagt, ich möchte das selber irgendwie hinkriegen. Und ich möchte das schaffen. Wozu brauche ich denn Gott? Vielleicht brauche ich ihn so für die letzten 20%, die ich nicht selber hinkriege, dafür, da kann ich ja nochmal gebrauchen, aber ansonsten, ich schaffe das. So ist das doch, dass wir häufig sagen, wir schaffen das. Hören wir jetzt auch. Und ich finde das auch eine positive, psychologisch sinnvolle Ermutigung, dass wir das schaffen, wenn wir alle Kräfte zusammenbündeln in dieser weltweiten Krise. Aber dass wir auf uns vertrauen und dass wir denken, wir könnten es irgendwie machen. Also, Entschuldigung, dazu bin ich zu realistisch geworden. Das glaube ich nicht. Dass vor allen Dingen die Lautschreier, die Schreihälse, auch in der Politik weltweit, die auftreten und sagen, wir managen das, dass die nicht die Lösung in der Hand haben, das ist doch irgendwie offensichtlich. Und dass eher die demütig daherkommen, die besten Werte gerade haben in den Erhebungen der Wahlbeteiligung und der, wen würdest du wählen, weil die sagen, wir versuchen das gemeinsam, aber wir schaffen das nur gemeinsam. Und das ist jetzt nicht nur eine religiöse Komponente für dich heute Morgen in dieser Predigt, dass du das mit Gott noch besser schaffst, sondern davon bin ich ganz tief überzeugt, dass es ohne diesen lebendigen Gott, der dich liebt, dass du das gar nicht hinkriegst. Weder mit deinem eigenen kleinen Leben noch wie in dieser Welt. Wir brauchen Gott. Und Jesus sagt uns, dass wir ohne ihn nichts tun können. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wir brauchen Gott. Jesus. Wir brauchen den, der selber gelitten hat, der Ängste hatte, das durchgestanden hat und überwunden hat, der uns dann begleitet und hilft, dass auch uns geholfen wird. Wir benötigen ein richtig kindliches Vertrauen, dass er es macht und nicht wir. Deshalb geht Jesus in die Einsamkeit. Er zieht sich zurück, er bittet zunächst seine Jünger für ihn zu beten und dann geht er in einen noch kleineren Kreis zusammen mit Petrus, mit Jakobus und Johannes und er sagt ihnen noch, betet für mich. Und wir wissen von dem Petrus, dass er das noch nicht mal eine Stunde geschafft hat, wach zu bleiben. Und ich denke, wenn Jesus das gesagt hat, betet, dann meint er vor allen Dingen auch die Jünger, ihr habt das selber nötig, dass ihr Gebet habt und dass ihr füreinander betet. Das ist ja die spannende Frage gerade in dieser Zeit, wozu ist denn die Kirche da? Wozu sind wir denn als freie evangelische Gemeinde, bitteschön, hier in Nürnberg-Schweinau? Ja, weil wir meinen, dass wir eine Verbindung zu Gott haben und dass wir diesen Arm Gottes bewegen können, indem wir beten. Das ist doch unser Auftrag. Aber die Menschen, die haben, glaube ich, manchmal den Eindruck, dass wir uns ganz schön zurückgezogen haben als Kirchen und Gemeinden. Es gab mal so vor einiger Zeit diesen Begriff der kirchendistanzierten Leute, dass die Menschen sich distanziert haben von der Kirche. Man kann das auch umdrehen und sagen, wer hat sich denn hier distanziert? Vielleicht hat ja auch die Kirche sich distanziert von den Menschen. Weil wir das, was uns ursprünglich zu unserem Auftrag dazugehört, dass wir das nicht leben, nämlich für Menschen zu beten und sie in die Fürbitte zu bringen vor Gott. Dass wir die Ärmel hochkrempeln, auch das ist ja eine Kritik in diesen Tagen. Ja, die Gemeinden, die ziehen sich jetzt auf das digitale Abspeisen ihrer Mitglieder zurück. Aber sie müssten doch jetzt gerade an der Seite der Leute sein. Und ich frage mich wirklich, wie können wir das jetzt durch die Ausgangsbeschränkung? Aber wenn wir das nicht tun, dass wir das, was wir leben, was wir glauben, auch weitergeben, ja, dann braucht es auch keine Kirche und Gemeinde. Und deshalb ist eine Kirche und Gemeinde, die sich zurückzieht in das Reservat des Privaten, so wie es manchmal ja auch über Freikirchen heißt, genauso Humbug, wie eine Kirche, die nicht eine Kirche des Wortes ist, sondern noch eine Kirche der vielen Worte und aufgeht in dieser Welt. Das macht uns doch aus als Christen, als Kontrastgesellschaft, als Jünger Jesu, dass wir die Hände falten, dass wir füreinander da sind und dass wir dem, der alles in der Hand hat, der größer ist als diese Pandemie und anderer großer Probleme, dass er uns retten und helfen wird. Diese Hoffnungsbotschaft, diese tätige Hoffnungsbotschaft, die hat uns Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha vermittelt und auch auf diesem Leidensweg dorthin. Ohne ihn können wir nichts machen. In der Einsamkeit, das ist der dritte Gedanke, in der Einsamkeit, da ist Jesus jetzt ganz alleine. Er hat sich verabschiedet von seinen Jüngern und er ist jetzt ganz alleine.
in dieser Gebetssituation mit seinem Vater im Himmel. Und ich finde das ganz gewaltig, was Jesus jetzt betet. Er betet, dass doch am besten der Kelch an ihm vorübergehen möge. Der Dietrich Bonhoeffer, da hat das ja so wunderschön als Widerstädtler auch im Dritten Reich formuliert in seinem Lied von guten Mächten, in seinem Text von guten Mächten wunderbar geborgen. Da kommt diese Strophe mit diesem bitteren Kelch und dass man dann bereit ist zu trinken, das Leid anzunehmen und sich zu ergeben. So hat Bonhoeffer das auch geschrieben in seiner Schrift Widerstand und Ergeben. Und ich glaube, dass viele von uns, dass wenn der bittere Kelch käme, sagen würde, ja, dann lass den mal lieber vorbeigehen. Vielleicht von zwei Leute, vielleicht von zehn, die sagen würden, ja, ich bin bereit. Das ist völlig menschlich. Und wir erleben und sehen hier bei Jesus, dass der da auch ganz menschlich agiert und sogar das betet, dass diesen Kelch doch an mir vorbeigehen, weil er Angst hat. Und dann betet er aber, dass nicht aber sein Wille geschehe, sondern dass der Wille Gottes geschehe. Und das ist eine Weite und das ist eine Größe, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte von seinem Wort. Dass wenn wir denn beten, dass wir nicht nur beten, Herr, jetzt löse mal das Problem genau so, wie ich mir das vorstelle. Nee, so habe ich schon oft in meinem Leben gebetet. Ja, nun bet, nun erfüll doch mal das Gebet so, wie ich mir das so vorstelle. Mach das doch mal nach meinem Plan. Nee, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ist doch großartig, dass wir das von Gott erbitten können, dass er seinen Willen walten lässt. Das ist wirklich Demut. Und Demut heißt nichts anderes, als sich dieser Führung Gottes zu unterstellen. Wir haben Palmsonntag und seit vielen Jahren ist das der erste Sonntag, der sich vorbereitet auf das Osterfest. Und ich möchte dich einladen, in der Zeit, die du jetzt mehr geschenkt bekommst, doch einmal diesen Leidensweg und diese Passionstexte in deiner Bibel mal nachzulesen und Schritt für Schritt das zu verfolgen, was dann am Ende dann auch folgt, nämlich das Ziel. Jesus ist jetzt noch nicht in dieser Geschichte am Ziel, aber dann kommt er ans Ziel, nämlich seine Auferstehung von den Toten. Das, was wir an Ostern feiern, das ist noch ein kleiner Weg dahin. Und bevor wieder alle Geschäfte öffnen und bevor wieder alles möglich ist und wieder einfach wir wahrscheinlich wieder so weitermachen wie vorher, da vergeht auch noch einige Zeit. Das ist die Zeit und es ist die Chance, wo du und ich in die Stille gehen können, in die Geborgenheit und in die Liebe unseres Vaters im Himmel, der uns trägt. Und es ist deine Chance, wenn du Jesus noch nicht so persönlich für dich erfahren hast, jetzt klare Sache mit ihm zu machen. Mach's doch wie Jesus. Sprich doch einfach ein Gebet zu deinem Vater im Himmel, dass er der Vater im Himmel zu deinem Vater wird. Denn das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, das können viele Generationen von Menschen nochmal dokumentieren und auch bezeugen, dass es diesen lebendigen Gott gibt. Und an seinem Segen ist alles gelegen. Lasst uns miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Deine Sorgen nieder, leg sie ab in meiner Hand.
Du brauchst mir nichts zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Friede gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Lege sie nieder in meiner Hand. Deine Sünde nieder, gib sie mir in deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder. Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder. Alles voll, nichts ist für deinen Gott zu groß. Christen können das. Ihre Sorgen bei Jesus niederlegen. Und das heißt auch, dass sie von ihren Sorgen dadurch befreit werden. Aber wir dürfen nicht nur für unsere eigenen Sorgen bitten und sie bei Jesus niederlegen, sondern er ruft uns auch auf, den Kreis viel weiter zu schlagen. Andere Menschen auf dieser Welt in ihren Fragen und Problemen in unsere Bitten mit einzuschließen. Und das möchte ich jetzt mit uns zusammen tun. Vater im Himmel, du hast deine Gemeinde auf Gemeinschaft angelegt. Gemeinschaft, die gerade in der Form, wie wir sie kennen, nicht möglich ist. Wir bitten dich für alle Menschen, denen diese Gemeinschaft gerade fehlt, die darunter leiden, die sich schwer tun, ihren Glauben ohne Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Mach sie stark in ihrem Glauben. Schenke ihnen Erfahrungen mit dir. Lass sie erfinderisch sein, Gemeinschaft auf eine Art zu leben, die die Kontaktbeschränkungen achtet. Sei mit denen, die alt und hilfsbedürftig sind. Schütze sie vor der Ansteckung mit dem Virus. Wir bitten dich für alle Menschen in unserem Gesundheitswesen, die schon jetzt oft über ihre Kräfte hinaus erkrankte Menschen betreuen und versorgen. Sei du bei ihnen, segne sie. Gib ihnen Mut, Kraft und Durchhaltevermögen. Wir bitten dich für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, dass du ihnen Weisheit schenkst in dieser Krise,
die richtigen Entscheidungen zu treffen, die Menschenleben bewahren. Und wir sehen, dass viele Menschen trotz staatlicher Hilfen auch wirtschaftlich vor und in schweren Zeiten und manchmal vor Zerbruch stehen. Steh ihnen bei und mach uns bereit und stark, ihnen mit unseren Möglichkeiten beizustehen. Begegne allen Menschen, die in dieser Krise jetzt neu anfangen, nach dem Sinn ihres Lebens zu fragen. Und gib uns Möglichkeiten, Menschen auf dem Weg zu dir und mit dir zu helfen. Amen. Mit dem nächsten Lied und dem Segen, den uns Pastor Jan-Peter Grab danach zusprechen wird, endet dieser Gottesdienst. Schön, dass ihr, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns über Rückmeldungen zu diesem Gottesdienst und wünschen euch, Ihnen allen, einen guten weiteren Tag. Bleibt behütet. Der Herr segne dich, der Herr segne dich, der Herr segne dich, segne dich, der Herr segne dich. Herr, erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. Herr, erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. Der Herr segne dich, der Herr segne dich, der Herr segne dich, segne dich, der Herr segne dich. Herr, erfülle deine Ohren mit Musik, deine Nase mit Wohlgerüchen. Herr, erfülle deinen Mund mit Jubel und deine Seele mit Freude. Der Herr segne dich, der Herr segne dich, der Herr segne dich, segne dich, der Herr segne dich. Herr, erfülle deinen Mund mit Jubel und deine Seele mit Freude. Er ergebe dir die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. Der Herr segne dich, der Herr segne dich, der Herr segne dich, segne dich, der Herr segne dich, der Herr segne dich. Und gerne kannst du jetzt aus deinem Sessel, aus deinem Sofa dich erheben, denn ich möchte uns jetzt hier hinter dem Bildschirm dann den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen. Thank you.